Ja, herzlich willkommen hier auf dem Build Your Life Channel. Heute geht es um die Verpackungslizenzierung und zwar ein Thema, was ganz viele FBA-Händler leider immer noch vergessen und was zu sehr, sehr großen Strafen führen kann, dich aber eigentlich nur total wenig Aufwand kostet und vor allen Dingen auch kaum Geld kostet. Deshalb klären wir in diesem Video einfach einmal kurz ab, was es mit dieser Entsorgungspflicht auf sich hat und wie du das Ganze ganz schnell erledigt hast. Viel Spaß dabei. In Deutschland, innerhalb der EU, bist du als Verkäufer dazu verpflichtet, dass all das, was anfällt, wenn man dein Produkt sozusagen aus der Verpackung rausnimmt, also alles, was zur Verpackung gehört, jeder Müll, der da drin ist und der nicht wirklich zum Produkt gehört, entsorgt wird. Das heißt, dass der wirklich recycelt wird, entsorgt wird, wie auch immer, was damit passiert, aber dass er sozusagen nicht in der Gosse landet. So, jetzt ist natürlich klar, du verschickst dein Produkt deutschlandweit, okay, dass du nicht zu jedem Kunden hinfahren kannst und den ganzen Müll einsammeln kannst und das dann irgendwo in eine Tonne reinschmeißt. Das hat auch die EU verstanden und deshalb gibt es Unternehmen, die sich darum kümmern. Bei diesen Unternehmen kannst du dich anmelden und genau angeben, wie viel Müll du in einem Jahr produzierst. Und diese Unternehmen kümmern sich dann darum, dass genau diese Menge von Müll, die du sozusagen produzierst, entsorgt wird. Und zwar richtig entsorgt wird. Nicht irgendwie ins Meer geschmissen, sondern eben recycelt, verbrannt, was auch immer damit gemacht wird. Ein Unternehmen, das das anbietet, kennst du bestimmt. Und zwar ist das der Grüne Punkt. Das ist ein Zertifikat, das ist auf ganz, ganz vielen Produktverpackungen angebracht und zeigt eben an, dass der Grüne Punkt das Ganze entsorgt. So, du brauchst nicht unbedingt so einen Grünen Punkt oder von einem anderen Unternehmen und Dienstleister. Da gibt es ganz viele in Deutschland, diesen Punkt auf deine Verpackung anbringen. Aber du musst dich eben darum kümmern. Das ist gesetzlich so festgelegt, dass deine Verpackungen eben entsorgt werden. Das bedeutet für dich, wenn du hier so eine Produktverpackung hast, dann musst du dich sozusagen darum kümmern, dass dieses Stück Papier, Pappe jetzt entsorgt wird. So, wie du das machst und an wen du dich da wenden kannst, dazu packe ich dir jetzt mal ganz oben einen Link in die Beschreibung von dem Unternehmen, mit dem ich da zusammenarbeite. Das ist wirklich, kostet glaube ich 50 Euro fürs ganze Jahr und ich kann da 30 oder 40 Kilogramm Plastik und Pappe und mehr sollte es eigentlich auch nicht sein, entsorgen lassen. Also ich glaube, es ist der Mindestpreis, so ungefähr 50 Euro im Jahr. Das ist wirklich nicht viel und das Ganze ist auch selbsterklärend. Ich blende hier einfach mal kurz so ein Bild ein, wie das Ganze dann aussieht. Du gibst einfach wirklich genau ein, wie viel Plastik, wie viel Papierverpackung etc. brauchst du und dann registrierst du das Ganze auf dein Unternehmen und dann hat sich die Sache im Grunde genommen schon gegessen. Damit bist du wirklich auf der sicheren Seite, denn natürlich, wenn du überprüft wirst, wenn überprüft wird, okay, machst du das mit deiner Verpackungsentsorgung und du machst das Ganze nicht, dann kommen wirklich große Strafen auf dich zu, das einfach ärgerlich ist, es sind mehrere tausend Euro Geldstrafe und wenn du jetzt überlegst, okay, gehe ich das Risiko ein, ein paar tausend Euro Geldstrafe zu investieren, oder kümmere ich mich einmal darum und mache das für 50 Euro pro Jahr, sollte die Antwort eigentlich relativ einfach zu finden sein. Du bekommst von diesem Dienstleister dann eine Bescheinigung dafür, dass du eben mit ihm zusammenarbeitest und er sich darum kümmert, wie viel Verpackung von dir recycelt wird oder eben entsorgt wird. Und sollte jemand nachfragen, wie es bei dir aussieht, dann kannst du einfach genau dieses Zertifikat dem geben und dann sieht er, okay und ja, wird das Ganze dann auf sich beruhen lassen. So, das war es im Grunde genommen auch schon mit diesem relativ kurzen Video. Du weißt jetzt also, dass es extrem wichtig ist, dich einfach kurz darum zu kümmern, dass die Entsorgung von deinen Verpackungen geklärt ist. Kostet dich ungefähr 50 Euro im Jahr, ist wirklich nicht viel. Link ist ganz oben in der Beschreibung, kannst du ja jetzt mal eintragen, wie viel du da ungefähr brauchst an Müll. Das schätzt du auch erstmal ab und nimm lieber immer ein bisschen mehr, das kostet wirklich ganz, ganz wenig. Ich glaube, auf ein Kilo oder zwei Kilo Pappe kostet das 1 Euro. Also rechne da jetzt nicht auf das letzte Gramm Pappe hin, sondern pack wirklich das, was du brauchst, rein, schließ es ab und du bist auf der sicheren Seite. Um die Amazon-Verpackung musst du dich nicht zu kümmern. Also dieses ganze Verpackungszeug, was sozusagen Amazon um dein Produkt drumherum macht, darum kümmert sich Amazon. Wenn du weitere Informationen rund ums Thema Amazon FBA haben willst, abonniere den Kanal. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, stell die einfach in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.